Hallo, Tante Ilona. René, wen hast du denn da? Das ist Amigo, mein Freund. Freust dich. Du hast jetzt einen Hund? Nee, ich darf ihn nicht mit nach Hause nehmen. Wegen dem Hotel. Die Mama mag ihn nicht. Ach, der arme Kerl, der scheint mir herrenlos zu sein. Darf er hier bei dir bleiben? Tschüss. Tschüss, mein Kleiner. Du bist ja ein Süßer. Bleibst du jetzt bei mir? Hm? Na ja, und unserem Herrn Grafen habe ich dann die Hochzeitssuite gegeben. Auf seine alten Tage noch mal die Hochzeitssuite. Das hat ihn dann versöhnt. Dass aber auch alle Stammgäste gleichzeitig kommen müssen, sind wir denn komplett ausgebucht? Seit 3 Wochen, mein Schatz. Schön, dass es der Besitzer auch endlich mal merkt. Ja, wo warst du denn so lange drum, Trevor? Mit Tante Ilona, sie malt am See. Mama, kommst du nicht mit? Du weißt, was sie meint. Einer von uns beiden muss immer hier bleiben. Und der eine bin im Zweifelsfalle eh. Pass gut auf euch auf, ihr zwei. Rast nicht zu. Keine Sorge, Schatz. Schnall dich an. Tschüss, Mama. Entschuldige, ich komme direkt aus dem Stall und dann habe ich noch einen Umweg fahren müssen. Ja, vergiss es. Mensch, schön, dich zu sehen. Wie lange ist das hier jetzt? 6, 7 Jahre. Ah ja, vor 2 Jahren diese eine Stunde im Biergarten in München. Ah ja, genau. Viel zu lang auf jeden Fall. Ja, das ist bestimmt ein Riesendurst. Oh ja. Ich habe einen ganzen Kasten Reisbier gebunkert im Kühlschrank. Sehr gut. Sag mal, ich habe gedacht, da kommt jetzt so ein Zaundürrer, erleuchtet aus Indien. Ja? Erleuchtet stimmt. Zaundürrer, das ist ein Märchen aus 1001 Nacht. Ja, und du, sag mal. René, lass es. Komm, schnall dich wieder an. Der soll dir Glück bringen. Danke. Schön. Ach, Rudi, ich hab dich schon vermisst. Und das Bier mit dir am Abend. Schon mal dran gedacht, zurückzukommen? Weiß nicht. Die haben mir angeboten, in die Zentrale nach München zu wechseln. Aha. Muss mich nach dem Urlaub entscheiden. Hm. Willst du eigentlich nie sesshaft werden? Familie gründen oder so? Du wirst lachen. In letzter Zeit denke ich öfter darüber nach. Da höre ich schon mal die Uhr ticken. Auf die Uhr. Prost. Was ist mit der Inderin? So schön sie war, aber es hat irgendwie einfach nicht gepasst. Ihre Eltern haben mich auch nie akzeptiert. Es wäre doch ein guter Grund, um zurückzukommen. Wenn ich mir vorstelle, was wir alles getrieben haben in der Studienzeit. Kannst du dich noch an Annabelle erinnern? Annabelle, klar. Seine erste Liebe vergisst man doch nicht. Naja, erste Liebe. Du sag mal, ich habe nie mehr was von ihr gehört. War die nicht mit so einem reichen Schnösel zusammen? Ja. Den hat die immer noch. Die hat den geheiratet. Ich kenne ihn und seine Familie. Die haben dieses Hotel unten am See. Mit Reitstall und allem drum und dran. Ein Reitstall? Müssten wir ja direkt mal hinfahren. Naja, alte Kontakte auffrischen. Ah, komm mir auf. Was vorbei ist, ist vorbei. Hätte tot sein können, ist dir das klar? Tot. Gott nochmal, ich hab das nicht gewollt. Du bist gerast. Du rast immer. Annabelle, ich. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich absichtlich mein Kind gefährde. Er hat sich. Sag das ja nicht, die Schuld auf René zu schieben. Was sind's bei dir, die anderen? Komm, wir fahren nach Hause.
packst am besten gleich deine Sachen. Was hast du gesagt? Kann ich nicht mehr ertragen. Tu, was du gesagt hast. Harry, ich... Wenn was ist, kannst du mich per Handy erreichen. Sag jetzt endlich was, verdammt nochmal! Jetzt reiß dich zusammen, werd nicht hysterisch! Was? Mein Mann bringt fast mein Kind um und ich soll nicht hysterisch sein? Was bist du nur für ein Arsch? Halt die Klappe! Die Polizei hat eindeutig festgestellt, dass der Traktorfahrer schuld war. Ich bin fassungslos, dass du mir so wenig vertraust. Wie soll ich einem wie dir denn vertrauen? Einem, der keine Verantwortung übernimmt. Nie kann ich mich auf dich verlassen, Harry. Was ist das für eine Ehe? Stellst du mich uns so in Frage? In eurem See gibt es Nixen. Was und wie viel davon hast du getrunken? Doch, da war eine. Nackt bei den Seerosen. Du glaubst nicht, wie schön die war. Und sie hat dich mit ihrem Sirenengesang ins Wasser gelockt, hm? Nee, sie war stumm. Hatte sie einen Fischschwanz? Ach, du verstehst überhaupt nichts von Romantik. Du bist ein alter Quacksalber. Also. Du kriegst keinen mehr. Du hast schon genug, Red. Sie war wirklich schön.
denn los? Ist was passiert? Der Flügel ist gebrochen, glaube ich. Lassen Sie mal sehen. Vielleicht sollten wir die Mund-zu-Schnabel-Beatmung durchführen. Kommen Sie mit. Das ist Ihr Rudeswagen. Ja, kennen Sie ihn? Naja, im Dorf kennt man sie. Aber Sie habe ich noch nie gesehen. Ist auch gar nicht möglich. Bin erst gestern angekommen. Eigentlich lebe ich in Indien. Urlaub? Ja. Okay, dann. So, jetzt müssen Sie mir nur noch das Protokoll unterschreiben. Name, Adresse, Telefon. Hast du den Reitstall nicht gefunden? Dafür ist einiges andere. Wir haben einen Notfall. Was heißt wir? Hallo. Ah, Ilona. Hi. Vielleicht kannst du unserem kleinen Patienten helfen. Ah, gar nicht. Komm her. Der linke Flügel ist gebrochen, glaube ich. Aber das kriegen wir schon wieder hin. Ich muss nach Hause, ich werde zum Frühstück erwartet. Kommst du heute Abend auf ein Glas Wein vorbei? Heute Abend ist schlecht, tut mir leid. Dann andermal. Andermal. Wiedersehen. Wiedersehen. Bitte. Servus. Fährst du nachher mit mir in Reitstall? Sie frühstückt nicht alleine. Hallo. Was? Fährst du nachher mit mir zum Reitstall? Ja. Ich glaube, sie ist vergeben. Das glaube ich nicht, dass sie vergeben ist. Sie ist seit 2 Jahren Witwe. Mit ihm telefoniert, es geht ihm besser. Er kann wahrscheinlich bald entlassen werden. Gott sei Dank. Mit Annabelle sich wieder beruhigen. Das ist bestimmt nicht so gemeint. Ich weiß nicht. Es kriselt schon länger zwischen uns. Ich habe das nur nicht wahrhaben wollen. Das hat sie mir gar nicht erzählt. Sie sagt doch sonst immer alles. Weil ich dein Bruder bin, denke ich mal. Sie weiß genau, in diesem Fall würdest du für mich Partei ergreifen. Ja, das glaube ich auch. Und warum kriselt es? Sie arbeitet zu viel und ich bin ja zu viel unterwegs. Sie denkt ständig, sie muss alles unter Kontrolle haben. Wir machen nie mehr was gemeinsam, so wie früher. Soll ich mit dir reden? Vielleicht. Bringen Sie die bitte auf den Muffin. Ja. Gott, Frau Wildert. Grüße Sie. Wie geht es denn Ihrem Sohn? Danke, es geht schon viel besser. Bestellen Sie ihm bitte einen herzlichen Gruß von mir. Mach ich. Danke. Und? Ging's noch? Ja, toll. Hat richtig Spaß gemacht. Nur deine Reitstiefel sind verdammt immer. Ja,
bist selber schuld, wenn du auf so großem Fuß lebst. Es riecht aber gut, was du da machst. Halt, so brauche ich. Kriegst du gleich. Du sag mal, Wurstsalat und Lammcurry, passt das zusammen? Ja, warum nicht? Heute ist bayerisch-indischer Freundschaftstag. Aber hau da nicht so viel Zwiebeln rein. Ja, also ein Wurstsalat ohne Zwiebeln ist kein Wurstsalat. Dann esse ich nicht. Wieso? Vor einer Verabredung keine Zwiebeln und kein Knoblauch. Du bist doch gar nicht verabredet. Noch nicht. Ah, ich verstehe. Du machst jetzt einen auf Casanova und mischt unser beschauliches Dorf auf. Ich bin kein Casanova. Ach so, du wolltest ja sesshaft werden und Familie gründen. Ja, ja, mach du dich nur lustig über mich. Naja, kochen kannst du zumindest. Ist echt gut. Lass mal probieren. Vorsicht, heiß. Aber? Gut. Eben. Dafür zeige ich dir auch, wo sie wohnt. Gut. Na, hab ich dir zu viel versprochen? Hier wohnt die schöne Ilona, ganz alleine. Sei doch nicht so laut. Wollen wir reingehen? Spinnst du? Da ist doch noch jemand. Ja, wieso? Die hat halt Besuch, ist doch kein Problem. Schön ist das. Irgendwas hat sich verändert. Es geht mir auch wieder besser. Es geht wieder aufwärts. Das freut mich. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht, seit Simons Tod. Es könnte ihr Bruder sein. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher. Du lachst. Gibt's dafür einen speziellen Grund? Vielleicht. Ein Flirt? Vielleicht. Die ist da nicht so, wirklich. Ich will das nicht. Ich brauche doch bloß anrufen und sagen, dass wir hier jetzt vor der Tür stehen. Auf mit dem Quatsch, lass uns verschwinden. Das ist ein Freund von Rudi. Er macht Urlaub hier. Sie hat mich für heute Abend eingeladen. Ja, und warum bist du nicht da? Deinetwegen. Das ist die allerbeste Schwester der Welt. Komm, ich hab ganz tollen Rotwein. Was ist wahr, was ist wahr, ich hab dich lieb. Hast du Lust, was essen zu gehen im Hotel? Ja, klar, warum nicht? Ich bin gleich fertig, warte mal. Du sag mal, was ist eigentlich mit deiner Pferdenährin? Das ist genau das Problem. Ich hab schon Zucker rein. Wie? Na ja, dass sie Pferdenärrin ist. Die ist mit ihren Viechern von einem Rennstall zum anderen durch ganz Europa unterwegs und nie zu Hause. Ich habe die, glaube ich, vor 2 Monaten das letzte Mal gesehen. Und was machst du dagegen? Puh, was soll ich machen? Da fehlt uns noch ein Salat, Frau Kohl. Geht's nicht. Hey, das ist ja richtig feudal hier. Schauen, ob sie dich wiedererkennt. Genau. Annabelle. Florian. Hab ich dich erschreckt? Was machst du denn hier? Ich besuche den Rudi. Ich dachte, ich schau mal, wie es dir so geht. Hallo? Ja, mir geht's gut. Sehr gut. Schön. Und du, was machst du so? Ich arbeite in der Softwarebranche. Die letzten Jahre war ich in Indien. Ah ja. Lass dich nicht aufhalten. Ich bin nur eine Weile hier. Wir könnten uns ja mal treffen. Frau Wilbert, Telefon für Sie. Entschuldigung, ich werde am Telefon verlangt. Ich rufe dich an. Was hat sie denn? Ja, sie ist immer noch eine schöne Frau, ne? Ja. Ilona, du bist ein Schatz. Mach noch den Kuchen fertig, ja? Wo ist Harry? Schon im Krankenhaus. Also. Willst du nicht, dass er nach Hause kommt? Ich weiß es nicht. Ich finde, du benimmst dich unmöglich. Halt du dich da raus, bitte, ja? Nein, das tue ich nicht. Ich liebe meinen Bruder, ich liebe dich und ich liebe meinen Neffen. Und ich will nicht einsehen, dass so ein verdammter Unfall meine ganze Familie ruiniert. Er hätte fast eine Familie zerstört.
Da kann man nicht einfach so tun, als wäre nichts passiert. Was erwartest du von ihm? Dass er einmal Verantwortung übernimmt. Ich gehe jetzt. Liebe Grüße. Na also. Wir beide hatten einen Schutzengel, mein Schatz. Das kann man wohl sagen. Du musst mir so viel erzählen. Komm her. Lecker. So, da sind wir wieder. Bist du froh, dass du wieder da bist? Ja. Da muss ich gleich wieder weg auf eine Geschäftsreise. Warum? Das wird dir die Mama erklären. Was? Du bist gemein. Ich rufe dich jeden Tag an. Versprochen. Schau mal, Kuchen für den Patienten. Oh ja, toll. Ich habe übrigens schon 10 neue Geschichten für dich. So viele? Mhm. Und alle aus dem Weltraum? Alle aus dem Weltraum. Hast du Durst? Magst du was trinken? Nur Limo. Okay. Nee, lieber Cola und Limo. Verstehe. Kommt sofort. Ich bleib jetzt bei ihm. Ich müsste dir heute Abend noch mal ins Hotel. Kein Problem. Ich bin ja da. Und ihr freier Abend, ihr Freund? Ach, dann machen Sie sich mal keinen Kopf. Ich bin gern bei René. Vielen Dank. Mama. Kommt der Papa bald wieder? Ja, mein Schatz. Das tut er. Ganz bald. Harry! Hallo, Schwester Rahn. Warum bist du nicht da geblieben? Ach, Anne, wir hätten ja so oder so nur gestritten. Und René? Es ist ja gerade. An den denkt sie gar nicht. Das glaube ich nicht. Komm mal rein. Ach, Sie sind es. Die geheimnisvolle Nixe. Was? Ich habe Sie neulich am Abend schon mal hier gesehen. Ich dachte schon, ich hätte Halluzinationen. Normalerweise ist hier nie jemand. Drehen Sie sich bitte um, ich möchte mich gern anziehen. Umdrehen! Schönes Bild haben Sie hier gemalt. Trifft genau die Stimmung. Verkaufen Sie es? Ist noch nicht fertig. Wie steht's mit einer Option? Na ja, darüber könnten wir reden. Ist überhaupt ein toller Ort, den Sie hier ausgesucht haben zu malen. Ist ein magischer Ort. Wissen Sie, was die Leute hier sagen? Wenn der Mond im See steht, trifft man den Tod oder die Liebe. Letzteres würde ich vorziehen. Aber da habe ich wohl kein Glück, oder? Wie meinen Sie das? Sie wissen ganz genau, was ich meine. Gestern mussten wir ja das Glas Wein alleine trinken. Mein Bruder war bei mir. Ihr Bruder? Mein Bruder. Darf man Nixen eigentlich küssen?
Das freut mich. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich kann einen Zwischenstopp einlegen. Zu dir kommen. Ja, ich mich auch. Tschüss. Morgen. Morgen. War das René? Ja, das war er. Und ich werde später zu ihm fahren. Weißt du, ich habe nachgedacht. Man kann mal einen Fehler machen und vielleicht ist unsere Ehe wirklich am Ende. Aber René soll nicht darunter leiden. Das sehe ich auch so. Mhm. Aber du und Annabelle, ich meine, einer von euch beiden muss den ersten Schritt machen. Nee, das kann nicht ich sein. Harry, du weißt, Simon und ich, wir haben uns sehr geliebt, aber wir haben oft gestritten. Am Tag, als er den Unfall hatte, haben wir wieder gestritten, aber er ist ohne Versöhnung aus dem Haus und auf einmal war er tot. Dann ziehe ich heute ins Hotel. Da bin ich gleich vor Ort und kann dir beweisen, dass mir nicht alles so egal ist, wie sie immer denkt. Wunderbar. Morgen, Rudi. Morgen. Wo warst du gestern Abend? Ich habe mit dem Essen auf dich gewartet. Hey, das war ihr Bruder. Hä? Wenn der Mond im See schwebt, trifft man die Liebe. Ist doch klar, oder? Soll ich einen Arzt holen oder geht's noch? Ich habe Ilona am See getroffen. Da malt sie immer. Und? Ja, und? Löscher. Ja, der ist hier. Ilona. Annabelle. Hallo, Annabelle. Ja, haben wir doch gesagt. Ja, wann? Soll ich zu dir ins Hotel kommen? Gute Idee. Okay, bis später. Oh, oh, jetzt muss ich da hin. Hätte nie im Leben gedacht, dass die anruft. Ja, ist ja bald zwei an der Backe, ist doch schön. Ach, Quatsch. Die ist doch verheiratet. Das ist ein Grund, aber kein Hindernis. Hast du einen Kaffee? Ja. Ich muss dir was erzählen. Was denn? Milch? Ja. Hallo, Frau Wilberg. Hallo, Marie. Ist Loretta? Ja, aber sie hat zu tun. Ist besser, wenn Sie heute Abend noch mal wiederkommen. Ja, okay, ich sag ihr nur schnell Bescheid. Loretta? Ja. Oh, Überraschung. Hallo. Hallo. Kommst du mit zum See? Nein, leider nicht. Ich darf den Kleinen nicht alleine lassen. Nicht mal für eine halbe Stunde? Jetzt komm. Ja, eine halbe Stunde. Bis gleich. Beeil dich. Spannend, dein Leben. Naja, so auf die Dauer ist das auch nichts. Aber jetzt erzähl mal von dir, du wolltest doch immer Familie haben. Hast du Kinder? Ja. Und du? Keine Frau an deiner Seite? Nee, aber seit ich wieder hier bin, überlege ich mir, ob das wirklich so toll ist, wie ein herrenloser Hund in der Weltgeschichte umherzuziehen. Ich könnte mir gut vorstellen, in Deutschland zu bleiben. Vielleicht will ich ja doch noch mal eine Familie. Wirklich? Früher fandst du so einen Gedanken spießig. Stimmt, aber ich habe mich eben verändert. Du bist noch genauso hübsch wie damals, Annabelle. Ich habe mich aber auch ganz schön verändert, Florian. Wer weiß, was passiert wäre, wenn wir uns erst heute getroffen hätten. Ich muss jetzt nach Hause. Wir können uns ja noch mal treffen. Pass bloß auf, du. Sonst verguck ich mich noch in eine verheiratete Frau. Nein, im Ernst.
Ich möchte dir was Wichtiges sagen. Fertig. Hm? Hey, cool. Die sind ja wie neu. Danke. Gehen wir schwimmen? Würde ich gern, aber ich muss zurück zu René, der ist allein. Sein Vater ist ja nicht da und Frau Mama ist ausreiten, wie immer. Wieso ist der Vater weg? Angeblich auf Geschäftsreise. Aber ich sag dir was, die haben Ehekrach. Tja, den Reichen geht's einfach zu gut. Und die Kinder müssen drunter leiden. Wie reich sind die denn? Reich. Das Hotel ist seit 3 Generationen im Familienbesitz. Und mein Vater hat gesagt, das Land ist Millionen wert. Weißt du, was ich schade finde? Was? Dass wir nicht reich sind. Wir könnten heiraten, Kinder kriegen. Und du musstest nicht mehr für solche Ausbeuter arbeiten, die dich nie weglassen. Das heißt, du liebst mich? Ja. Oh. Was machst du denn schon wieder hier? Verschwinde, hau ab! Gehst du weg, verdammt, raus! Was machst du denn hier? Ich wohne hier, falls du es vergessen hast. Und ich gedenke, diesen Zustand wiederherzustellen. Aber... Der Junge braucht mich. Du hast ja anscheinend Besseres zu tun. Ich war nur eine Stunde ausreiten. Wer war denn der Glückliche, mit dem du deine freien Stunden verbringst? Geht das schon länger so? Wovon redest du? Ich hab dich gesehen. Ach so, das war so ein alter Bekannter, der momentan hier in Urlaub ist. Annabelle, belügst du mich? Wieso? Wie lange ist er denn schon hier? Du willst mir doch jetzt nicht im Ernst eine Eifersuchtsszene machen. Weißt du, ich habe nachgedacht, mein Schatz. Und vielleicht ist Renés Unfall ja ein günstiger Zeitpunkt für dich gewesen. Du hast mich aus dem Haus und trotzdem die Moral auf deiner Seite. Überleg dir gut, was du tust. Paris. Tut mir leid. Scheiße! Ja, ist gar nicht schlecht. Hallo. Hallo. Ich habe ja gar nicht Geburtstag. Bitte komm rein.
spüre dich so gern. Riecht so gut. Seit dem Tod meines Mannes. Guten Abend, Frau Bachmeier. Hallo, Ilona. Gut, dass du anrufst. Ich quartiere mich gerade im Hotel ein. Ja, nicht so einfach so ausgebucht, wie wir sind. Nein, ich will noch arbeiten. Lass uns doch morgen gemeinsam essen, okay? Ich habe dir noch was zu erzählen. Nein, nicht am Telefon. Ich rufe dich später noch mal an, ne? Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ich wollte nicht läuten gegen René. Ilona. Oh, schön, dich zu sehen. Wie geht's, René? Gut. Ich bin so froh. Es ist ein Wunder, wie schnell er sich erholt. Dorit, bringen Sie noch ein Glas? Nicht für mich, ich muss noch fahren. Guten Abend. Guten Abend. Bitte. Wie geht's dir? Ich weiß nicht. Irgendwie bin ich ein bisschen durch den Wind. Vielleicht bin ich auch nur überarbeitet. Na, mach doch Urlaub, ihr habt doch einen Geschäftsführer. Ach, was. Dauernd machen die was falsch, wenn man nicht aufpasst. Aber Harry ist doch im Hotel. Ja, ich weiß. Liebst du ihn noch? Eigentlich schon. Was heißt das eigentlich schon? Ach, Ilona. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin im falschen Leben gelandet. Was meinst du? Ich habe mich heute Morgen mit einem Jugendfreund verabredet. Freund oder Freund? Wir hatten mal eine heiße Affäre. Dann ist er ins Ausland gegangen. Ja, momentan ist er hier. Florian ist noch genauso attraktiv wie früher. So ein Flirt täte mir, glaube ich, ganz gut. Ach, Marek. Name, Entschuldigung, ich wollte nicht läuten. Der Junge schläft ja bestimmt. Dorit, Besuch für Sie. Hey. Hey. Also, ich bin jetzt dann weg. Schönen Abend. Viel Spaß. Danke. Komischer Kerl. Dass sie sich ausgerechnet den anlacht. Es geht dich gar nichts an, wenn dein Kindermädchen sich verliebt. Hey. Was ist denn los mit dir auf einmal? War nichts. Komm, trink ein Glas Wein. Nein, ich will noch raus. Ich muss noch malen. Na? Casanova, wieder eingefunden. Schön. Es war sehr schön. Hast du noch was zu essen? Klar, bedient dich. Ich glaube, das wird nichts mit Indien. Mach du, sicher für dich. Bei Löscher? Annabelle? Richtig. Nee, das geht nicht, da habe ich einen Termin. Ja, wenn du drauf bestehst. Okay, du rufst mich an. Bis dann. Was mache ich bloß falsch?
Diego, schau, was ich dir mitgebracht habe. Ich muss gleich wieder zurück. Mama und die Dorette schlafen noch. Hallo. Wer bist denn du? René, ich muss wieder zurück und ich soll nicht mit Fremden sprechen. Ach, da hast du vollkommen recht. Aber so fremd bin ich auch wieder nicht. Ich kenne nämlich deine Mama von früher. Und deine Tante Ilona, die kenne ich auch. Dann können Sie uns ja mal besuchen kommen. Ja klar, wieso nicht? Heute? Heute geht's nicht, aber ein andermal, okay? Okay, wiedersehen. Tschüss. Ja, ich bin's. Wann sehen wir uns denn heute Abend? Ich habe keine Zeit. Ach komm, nicht schon wieder deine Familie. Mit wem ich mich umgebe, das ist wohl meine Sache, oder? Was ist denn los, Ilona? Nichts, ich habe einfach keine Zeit. Morgen? Ruf nicht mehr an. Wie bitte? Sag mal, habe ich dir irgendwas getan? Noch nicht. Wie meinst du das jetzt? Ilona, wenn dir das alles zu schnell geht, das verstehe ich. Ilona? Was ist sowas? Probleme? Da verstehe ja nicht die Frauen. Von welcher redest du gerade? Ach komm, Herr Elsen. Ja? Annabelle. Ja, das kenne ich. Okay, ja, ich komme dahin. Rudi! Was? Da stimmt was nicht. Sie war total abweisend. Das ist doch gut, wenn dann ein zweites Haus im Feuer. Ach komm, jetzt hör auf mit dem Scheiß. Jetzt pass mal auf. Ilona und Annabelle sind Schwägerinnen. Die reden doch miteinander. Das ist doch klar. Mann, bin ich ein Idiot. Klar, das ist es. Ich fahr sofort zu ihr hin. Stopp! Du hast einen Termin bei deiner Firma. Oh nein. Rudi, red du mit ihr. Ich soll für dich die Kastanie aus dem Feuer holen. Bitte. Okay. Du bist doch ein Schatz. Ilona! Ilona! Ilona, guten Morgen. Ich muss dir was erzählen. Ich glaube, Annabelle hat einen Freund. Was ist los? Ist irgendwas passiert? Ich habe wirklich geglaubt, dass aus Florian und mir was werden könnte. Sag mal, ist Florian vielleicht der Mann, mit dem ich Annabelle gesehen habe? Die hatten früher mal eine heiße Affäre und sind gerade dabei, sie aufzuwärmen. Sowas hat sie angedeutet. Ich fass es nicht. Weiß Annabelle denn, dass du und Florian? Von mir nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann doch nicht zulassen, dass unsere Familie zerstört wird. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wow! Das ist sie? Ja. Gefällt's dir? Ja! Ich hab das extra für dich gemietet, damit wir uns öfter sehen können. Oh. Hey! Jawohl, das ist ja richtig gemütlich. Aber trotzdem, ich muss zurück. Wieso? Weil René ist allein zu Hause und du weißt, das geht nicht. Du bringst den Kleinen einfach mit, das merkt doch keiner. Ich habe da eine ganze Menge Computerspiele. Da kann er sich mit beschäftigen, während wir... Was? Nee, Marek, ich muss los. Jetzt komm, ich zeig dir was. Ach, Mann. Oh, ist das schön. Aber trotzdem, ich muss los. Hey, sick jetzt nicht rum, okay? Warum? Warum? Sonst habe ich bald keine Lust mehr. Darum. Na gut, ich versuch's.
Simon. Versteh mich nicht falsch, ich liebe dich. Aber ich habe mich verliebt. Das wird wieder nichts draus. Ich will nicht mehr allein sein. Ja, dank meiner exzellenten Mitarbeiter konnten wir das Auftragsvolumen dieses Jahr um 30% steigern. Ich fürchte, wir werden Ihren Vertrag als Niederlassungsleiter in Indien um 5 Jahre verlängern müssen. Kleiner Scherz. Ich weiß ja, dass Sie eine Beförderung erwarten. Ich möchte nur, dass Sie Ihren Nachfolger noch einarbeiten. Und dann sind Sie frei für Ihre neue Aufgabe, falls Sie akzeptieren. Die Stelle des Vertriebschefs für Nordamerika und Kanada wird in 3 Monaten vakant. Sie müssten nach San Francisco. Gehalt und Spesen Dollarbasis. San Francisco. Um diesen Posten hat es beinahe Prügeleien gegeben. Aber Sie sind meine erste Wahl. Also ich freue mich total über Ihr Vertrauen und ich finde diese Aufgabe extrem reizvoll. Aber? Sagten Sie nicht, es gäbe vielleicht auch eine Möglichkeit für mich, hier im Stammhaus zu arbeiten? Das hat familiäre Gründe. Sie haben noch gar keine Familie. Aber bald vielleicht. So, so, die Liebe. Ja, selbstverständlich können Sie Ihre Familie mitnehmen nach Amerika auf unsere Kosten. Fragen Sie doch einfach mal. So klar ist das alles noch nicht. Also gut. Sicher gibt es auch hier eine Möglichkeit, das wissen Sie. Aber lassen Sie sich die Sache mal durch den Kopf gehen, ja? Okay. Danke. Ilona, gut, dass du da bist. Ich habe gar keine Zeit. Ich muss dringend nach München. Kannst du nicht mal bei René vorbeischauen? Du bist doch ein Kindermädchen. Naja, schon, aber ich habe keine Zeit. Das ist aber sehr wichtig. Ich treffe nämlich nachher Florian. Ich hab dir doch erzählt, mein Jugendfreund. Sag mal, kennst du den Frau? Rudi hat ihn mir mal vorgestellt. Ich will in deine Liebesangelegenheit nicht reingezogen werden. Ilona, bitte, hör mir zu. Ich hab doch sonst keine Vertraute. Sein Auftauchen hat mir klargemacht, was mich all die Jahre belastet hat. Und was die Probleme in meiner Ehe verursacht hat. Florian hat Probleme in deiner Ehe verursacht? Nicht direkt. Also gut. Es gibt da ein Geheimnis, das niemand kennt. Also bitte behalte es erstmal für dich, ja? Harry ist nicht der richtige Vater von René. Es ist Florian. Ja, und das wollte ich ihm heute sagen. Irgendwann muss er es ja mal erfahren. Vielleicht könnte ich neu mit ihm anfangen. Was meinst du? Was ist los? Was hast du? Du kommst zu spät. Mach dir keine Sorgen. Ich werde es Harry erklären.
los, René? Hm? Kommt der Amigo nicht? Nee, einmal warte ich schon so lange. Ach. Pass mal auf. Ich hab da eine Idee. Wir besuchen den Marek. Der hat eine Hütte am See mit Computerspielen und da treffen wir bestimmt auch den Amigo. Oh ja, aber Mama hat gesagt, wenn sie nicht da ist, dürfen wir nicht weg hier. Ach, wir sind noch bald zurück. Das merkt die gar nicht. Komm, dann gehen wir schnell. Okay. Du nimmst das Glas. Okay, schmeckt. Ilona! Ilona! Florian zusammen sein. Aber er meint's ernst. Wirklich. So habe ich ihn noch nie erlebt. Mag sein. Aber es gibt da ganz ein anderes Problem. In meiner Familie. Also du hast jetzt 2 Jahre getrauert. Irgendwann geht das Leben weiter, hm? Ich kann nicht darüber reden. Ich bin zwar nur Tierarzt, aber für mich gilt die Schweigepflicht genauso. Gut. Abgesehen davon, dass Florian dich gar nicht verdient hat. So verliebt. Den Eindruck habe ich auch, ja. Doch. Bitte sehr. Vielen Dank. Guten Tag. Tag. Ach. Hallo, Florian. Hallo, Anna. Und? Ist dein Termin gut gelaufen? Ja, ich kann nicht klagen. Auch ein Glas Champagner? Nee, erstmal ein Glas Wasser, bitte. Wir haben heute frische Pfifferlinge in mehreren Variationen. Und der Business Lunch ist Kalbsfilet in Morchelrahm. Vielen Dank. Schön, dass es geklappt hat. Mhm. Ist alles okay? Ja, klar, entschuldige. Ich bin in Gedanken noch ganz woanders. Mir gehen so viele Sachen durch den Kopf. Weißt du denn schon, was du möchtest? Mhm. Dann nehme ich das Gleiche. Oh. Schön. Früher haben wir nie das Gleiche bestellt, erinnerst du dich? Stimmt. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich möchte was Wichtiges sagen. Sag schon. René, kommst du mal kurz? Nee, keine Lust. Du kommst jetzt rein, ich zeig dir das Computerspiel und dann ist gut. Wir dürfen sowieso nicht lange bleiben. Nur wenn der Amigo mit rein darf. Bloß nicht. Ach, du Amigo ist ganz lieb und wartet draußen. Knutsch doch nicht immer. Hey, du bleibst draußen. Da. Ist irgendwas nicht in Ordnung? Nein, nein, es ist alles in Ordnung. Du
nicht wahr, oder? Doch. Doch, du bist der Vater von René, Florian. Ich weiß es genau. Als du damals in die USA gegangen bist, habe ich den Schwangerschaftstest gemacht. Positiv. Nachdem du weg warst, hast du dich ja nicht mehr gemeldet. Du hast dich dann ja für Harry entschieden und mich wegen ihm verlassen. Wieso bist du dir so sicher, dass das Kind von mir ist? Weil... Oh Gott, ich weiß es eben. Ich weiß es genau, Florian. Ich kann das einfach gar nicht glauben. Wieso hast du mir das nicht damals gesagt? Ich verstehe das nicht, ich verstehe es einfach nicht. Kannst du dir überhaupt vorstellen, wie das ist, wenn man plötzlich erfährt, dass man einen 8-jährigen Sohn hat? Es war alles damals so schwierig mit uns. Ich wusste doch nicht, wie du reagieren würdest. Ich wollte das Kind unbedingt behalten. Und Harry wollte gern Kinder. Ach, und dann hast du dich in die Ehe mit Harry gestürzt und ihm das Kind sozusagen untergejubelt, oder was? Du hast mich schlicht und einfach angelogen. Mir so leid. Noch ein bisschen. Komm, mach's, Sandmädchen. Ach, Rick, sei nicht so streng. Nico! Florian, bitte, ich... Ich wollte doch nur klare Verhältnisse schaffen. Na, herzlichen Dank. Findest du es wirklich so furchtbar, dass du einen Sohn hast? Ich muss das erst mal verdauen, Annabelle. All die Jahre hat mich das so sehr belastet, aber bei einem gewissen Punkt konnte ich einfach nicht mehr die Wahrheit sagen. Ach, und jetzt geht das plötzlich. Du zerstörst mal eben ein paar Leben, nur weil du gerade eine Krise hast. Weißt du eigentlich, was du deinem Kind damit antust? Und deinem Mann? Soll das heißen, du willst nichts mit René zu tun haben? Herrgott, Annabelle, darum geht's doch überhaupt nicht. Glaubst du im Ernst, das ist eine Lösung, wenn ich jetzt bei dir einspringe? Als Mann und als Vater? Florian, hättest du damals mit mir eine Familie gründen wollen? Hättest du? Nein. Einen Moment habe ich geglaubt, es hätte was werden können mit uns. Ich habe mich wohl getäuscht. Ja, außerdem... Außerdem? Liebe ich deine Schwägerin. Wenn wir das Geld haben, schicken wir den Kleinen nach Hause. Ihm passiert nichts. Der weiß aber, wer es war. Ja, sicher weiß er das. Aber bis der zu Hause ist, sind wir längst weg. Das lass mir da was einfach. Das ist Wahnsinn, ein Kind entführt. Ich hab gedacht, du liebst mich. Das tue ich doch auch.
Aber? Er würde sich wehren, du könntest ihn verletzen. Amigo! Bring die Mama her! Hol die Mama! Nein, nein. Der schläft längst. Wie? Ich hab ihm was in die Cola getan, damit er nicht mitbekommt, was wir so treiben, okay? Sag mal, spinnst du? Ich will jetzt weg! Au. Bleibst hier! Ich, nein! Ich tu das alles für uns. Ich will das nicht! Aua! Was ist denn mit dir los? Oh. Ich bitte! Bitte! Komm. Stell dir vor, ich habe das größte Kalb auf die Welt gebracht, was ich je gesehen habe heute. Scheint dich ja nicht sehr zu beeindrucken. Jetzt sei mal ernst. Hol dir ein Bier. Erzähl erst. Ja, sie weiß alles. Alles? Annabelle hat sie gesagt. Du musst ja denken, ich hätte sie angelogen. Okay. Magst du jetzt ein Bier? Ja. René? Bist du hier? René? René? Dorette? Harry, hast du René abgeholt? Bitte, ich will mich nicht streiten, aber René ist verschwunden und Dorette auch. Sie hatte doch strikte Order, mit ihm hier zu bleiben. Bitte komm, ja. Da ist was passiert, ich spür's. Annabelle, nein, er ist nicht hier. Ich komme sofort. So ist gut. Amigo? René? Dorette? Was ist
Das ist er? Ja, hallo Rudi, hier ist Annabel Wilbert. Haben Sie heute den René irgendwo im Ort gesehen? Oder mein Kindermädchen? Nee, ist was passiert? Ist der Florian schon da? Ja, kleinen Moment. Annabel sucht den René. Ja? Amigo. Komm mal her, du blöder Köter. Na, umso besser. Florian, bitte, du musst mir suchen helfen. Hast du die Polizei schon gerufen? Polizei? Die suchen doch jetzt kein Kind, was mit seinem Kindermädchen unterwegs ist. Könnten ja im Kino sein oder bei einer Freundin von Dorette. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es ist was passiert. Bitte. Ja, gut, dann komm ich. Sofort? Okay. Ja, danke. Hey, was machst du denn hier? Hau ab! Hau ab, du! Hau ab, du blödes Vieh! Merkwürdig. Hm. Geh ich halt. Ich weiß, dass du jetzt andere Prioritäten setzen musst. Gott sei Dank, dass ihr da seid. Ist es denn schon mal vorgekommen, dass das Kindermädchen mit René weggegangen ist, ohne zu sagen, wohin? Nein. Bisher war sie immer sehr zuverlässig, bis sie diesen Marek kennengelernt hat. Marek? Hey, Freunde, lungert dauernd hier rum. Vielleicht hat sie René zu ihm mitgenommen, sie haben die Zeit übersehen. Kennst du seinen Namen oder weißt du, wo er wohnt? Keine Ahnung, nur Marek. Marek. Habt ihr schon irgendwelche Neuigkeiten? Ich brauche dich so. Sehr gut. Was sollen wir jetzt machen? Moment mal. Da war doch dieser Hund. Dieser Hund? Amigo. Was war mit dem Hund? Er war draußen im Garten. Er wollte sogar ins Haus. Komm, Florian. Was ist das für ein Hund? Ich hol ihn da raus. Bist du wahnsinnig, wenn deine Waffe hat? Ach, Quatsch.
Polizei? Wo ist René? Er ist da drin. Es ist alles in Ordnung. Nee, mein Liebling. Dorette. Dorette? Hey, mein Schatz, wie geht's? Dorette! Um Gottes Willen. Dorette. Das war nur ein Spiel. Das kannst du der Polizei erzählen. Florian. Entschuldige, ich war spazieren und habe noch Licht gesehen bei dir. Nach dem, was heute alles passiert ist... Kann niemand schlafen, ich auch nicht. Darf ich reinkommen? Ja, bitte. Elena, was ihm in der Vergangenheit passiert ist, es hat nichts mit meinen Gefühlen zu dir zu tun. Du hast dich mit Annabelle getroffen, hast dich mit mir getroffen. Ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Ich hätte es dir sagen sollen. Ich weiß, das war ein Fehler. Aber es hat schlicht und einfach keine Bedeutung für mich. Annabelle ist in einer Krise. Sie hat vielleicht gedacht, dass es wieder was wird mit uns, aber es ist vorbei. Für mich ist es vorbei, Ilona. Und das mit René, davon hatte ich wirklich keine Ahnung. Ich kann es selber nicht begreifen, dass ich jetzt plötzlich ein Kind habe. Sowas braucht Zeit. Nimm dir die Zeit. Weißt du, was du bist? Du bist ein Held, René. Gell, Mama, das war gut, dass ich dir Amigo geschickt habe. Sonst hättet ihr mich nie gefunden. Das hast du ganz toll gemacht, mein Schatz. Und du, Amigo, du gehörst jetzt zur Familie. Und die Dorette kommt nicht ins Gefängnis. Nein, die ist ja selbst ein Opfer. Das hast du sehr gut ausgesagt bei der Polizei. Aber bei uns wird sie auch nicht mehr arbeiten. Was sie getan hat, war sehr verantwortungslos. Wieso warst du eigentlich so schnell da, Papa? Ich? Das mit der Reise, das war geschwindelt, gell? Wollt ihr euch scheiden lassen? Wie kommst du denn darauf? Ihr Erwachsenen denkt immer, Kinder sind blöd. Ist alles wegen dem Unfall, oder? Hm.
bin ich schuld. Nein, du bist an nichts schuld, mein Schatz, an gar nichts. Wenn einer schuld ist, dann bin ich schuld. Die Mama und ich, wir müssen uns nur mal wieder in Ruhe unterhalten. Dann macht mal. Was willst du jetzt machen? Wenn ich das so genau wüsste. Ich bin ja nur der biologische Vater. Harry ist der Papa, den er über alles liebt. Wenn der Bub jetzt die Wahrheit erfährt, dann kriegt er doch einen Knacks fürs Leben. Ja, nach allem, was passiert ist, wäre das das Schlimmste, was du dem Buben antun kannst. Ja. Und mit Annabelle, das ist einfach schon lange vorbei. Das würde ich auch sagen. Hallo, ihr zwei. Hallo, Inola. Ich fahre ins Hotel und bringe die Bilder hin. Ich komme euch dann besuchen, ja? Bis später. Ich verstehe einer die Frauen. Ich muss dich um Verzeihung bitten. Ich glaube, ich habe so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Was soll das heißen? Ich würde alles darum geben, wenn wir wieder neu anfangen könnten. Ich habe dich immer geliebt. Das weißt du. Ich liebe dich auch, Ralf. Aber das wirst du mir wahrscheinlich nicht glauben, nach allem, was passiert ist. Doch, ich habe ja schließlich auch Fehler gemacht. Ich habe mich immer der Verantwortung entzogen, weil ich Angst vor der Wahrheit hatte. Was für eine Wahrheit? Mein Gott, Annabelle. Sprich es doch endlich aus, sonst gehst du wirklich noch kaputt daran. Ist René mein leiblicher Sohn? Antworte. Nein. Und wer ist der Vater? Klar, ich komme. Ja, das kenne ich. Okay, bis später. Oh Mann, das auch noch. Was ist los? Harry will sich mit mir treffen. Wahrscheinlich will er sich mit dir duellieren. Und das ausgerechnet jetzt, wo Elena kommt. Ach du Scheiße, das habe ich ganz vergessen. Ja, ja, ich bin ja noch ein Weilchen da. Du, Rudi, sag ihr doch. Ich weiß schon, was ich ja sagen muss. Oh. Danke. Wieso muss eigentlich immer ich für die anderen? Was sagst du da? Nix. Dann sage ich dir mal was. Wenn du verliebt bist, und ich hab's dir schon tausendmal gesagt, musst du zugreifen. Du meinst, ich soll... Genau das meine ich. Ja, hallo? Ich hätte gerne eine Nummer in Budapest, und zwar die Pferderennbahn, ja? Der Florian ist gerade raus zur Tür. Ich bin gleich wieder weg. Sag ihm nur, dass der Mond jetzt im See schwimmt. Spinnen die jetzt alle? Nein, nicht sie, Entschuldigung. Ja, Pferderennbahn, genau. Aha. Okay. Thank you.
Also? Ja. Ich liebe René. Ich weiß. Und? Sie sind sein Vater, was werden Sie jetzt tun? Sie hat es Ihnen also gesagt. Ja. Ich stehe selbstverständlich zu meiner Verantwortung und werde mich um ihn kümmern. Aber ich glaube, dass das jetzt sehr schwierig für ihn wird, wenn Sie sich trennen. Wir werden uns nicht trennen. Ich habe nämlich gewusst, dass René nicht mein leiblicher Sohn ist. Ich habe schon in meiner ersten Ehe festgestellt, dass ich keine Kinder haben kann. Und trotz Schwangerschaft haben Sie Annabelle geheiratet? Wir sind einfach füreinander bestimmt. Und ich habe mir mein Kind gewünscht. Verstehen Sie? Ich will Ihnen René nicht wegnehmen. Das Wichtigste ist, dass es dem Kleinen gut geht. Vor allen Dingen will ich nicht, dass seine ganze Welt zusammenbricht und er jetzt einen neuen Vater vor die Nase gesetzt bekommt. Ich kenne ihn doch überhaupt nicht. Sie sind sein Papa, Sie haben ihn großgezogen. Und so soll es auch bleiben. Danke. Darum wollte ich Sie bitten. Ist Annabelle damit einverstanden? Ja. Gut. Und Sie? Was werden Sie jetzt tun? Gehen Sie wieder ins Ausland? Es kommt ganz auf Ihre Schwester an. Ich habe auf dich gewartet. Der Mond schwimmt im See. Willst du meine Frau werden?